Hallo zusammen, hier ist wieder euer und hab ich wieder für euch in der Warfin unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Hufhändler kriegen können. Und zwar haben wir da einmal ein Mount türkisfarbene Glühmilbe. Die kostet 11.375 von den Resonanzkristallen und die kaufen wir uns jetzt mal. Um die kaufen zu können, braucht ihr einen Ruf von Minimum 23 bei hier der Fraktion der Konvent der Tiefen und dann halt dementsprechend noch die Ressourcen. Das ist die Fraktion, die wir hier in den Schallenden Tiefen finden und der Händler ist in Gundagatz auf den Koordinaten 47, 32. Ich würde sagen, wir schauen uns das Mount an und danach erkläre ich euch noch ein bisschen, wie ihr am besten euren Ruf erhöht. Also, jetzt schauen wir mal, wo haben wir es denn? Türkisfarbene Glühmilbe, da haben wir sie. Sieht schon ganz schick aus, vor allem das Hinterteil leuchtet auch so ein bisschen, wie ihr gerade gesehen habt. Natürlich auch ein Flugmount. Ja, macht schon was her, tatsächlich. Jetzt schauen wir uns noch das Mount Special an, hätte ich gesagt. Dafür habe ich mir mal ein Makro hier rausgezogen. Ja, jetzt hat man es nicht ganz gesehen, weil der Kollege davor gelaufen ist. Machen wir es mal nochmal. Ja, okay, es kreist so ein bisschen. Ja, ist nicht schlecht. Ja, Ding ist auf jeden Fall ein bisschen leuchtend, sowohl hinten, ne, als auch vorne bei den Fühlern, so wie es aussieht. Hat schon was. YouTube, so viel zu dem Mount. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch an, wie ihr den Ruf am besten hochkriegt, dass ihr es euch auch kaufen könnt. Ich kann empfehlen, hier in dem Gebiet die Kampagne zu spielen und die Sidequests mitzunehmen. Die bringen relativ gut Ruf. Dann könnt ihr natürlich die Worldquests absolvieren, plus dann einen Vertrag noch nehmen. Dieser Vertrag bringt euch noch extra Ruf für jede abgeschlossene Worldquest in The War Within. Die könnt ihr, wenn, dann im Auktionshaus erwerben oder ihr lasst es euch von dem Inschriftenkundler herstellen. Dann haben wir des Weiteren die Option, noch ein bisschen Ruf über die Rares zu holen. Und zwar bringen die wöchentlich 150 Ruf pro Rare. Und ja, das sind schon einige. Da kann ich das Add-on Handy Notes und der Handy Notes War Within empfehlen. Dann wird das immer schön angezeigt. Zum Beispiel den hier unten, da habe ich jetzt wöchentlich den Ruf noch nicht geholt. Oder von ihm hier, ne? Und wo man den Ruf schon hat, die sind dann quasi steht erhalten und haben dann eine andere Farbe. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, das über das Add-on zu machen. Zusätzlich habt ihr dann noch die Option, von den Schätzen Ruf zu kriegen. Das ist auch 150 pro Schatz. Das ist aber eine Einmalgeschichte. Die findet ihr auch im Handy Notes oder ihr schaut euch mein Video an für die Schätze. Dann haben wir noch weitergehend Weekly Events und zwar Erweckung der Maschinen. Das bringt nochmal Ruf, beziehungsweise es gibt hier auch noch in dem Gebäude hier hinten eine Quest, wo ihr 10 von diesen Klumpen aus der aufgewühlten Erde holen müsst. Dann kriegen wir auch noch zusätzlich Ruf, indem wir verschiedene Weekly Quests machen, die ihr hier einmal in Dornegal bei dem Flugmeister bekommen könnt. Und dann könnt ihr nochmal 1250, waren es glaube ich, an Ruf bekommen über eine erweckte Tiefe, beziehungsweise großzügige Tiefe, so rum heißen sie. Und da gibt es dann auch nochmal, wie gesagt, ein bisschen extra Ruf. Ich meine aber, die ist nur drin, wenn ihr den restaurierten Kastenschlüssel auch benutzt. Also da gibt es dann auch nochmal wöchentlich ein wenig extra Ruf. Genau, das waren soweit die Methoden, um den Ruf zu erhöhen. Und ja, dann sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tiller, bis dahin. Ciao.